blinkt überall. Es ist viel zu viel rot. Okay, das habt ihr jetzt nicht gehört. Dieses Video ist jetzt leider ab 16. Egal.
Excuse me. Nice to meet you. How are you? Good? Have a good evening. See you later, guy. Also, wenn ihr im Moviepark seid, holt euch hier vorne auf jeden Fall bei meinem Kollegen Hotdog. Also ich muss ja sagen, die Front vom Roxy ist einfach... Das ist einfach geil. Einfach geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Unser Statement für dieses Jahr, ja, es ist, ja, ja, okay. Es ist okay. Die neue Maze ist, muss ich ganz ehrlich sagen, bezüglich dem Filmsetting mega geil. Erwartet jetzt nicht eine normale Maze in Form, dass man erschreckt wird, also in der Hinsicht, wie auch in den anderen Maces. Das ist was Extravagantes, was den Moviepark bezüglich der ganzen Geschichte zu den Horrorwatch-Studios definitiv aufwertet. Die Show ist mega, also in der Hinsicht, sorry, Patrick. Ich finde die gut, ein bisschen sexistisch, macht das Ganze besonders interessant mit einer gewissen Würze und dementsprechend, ja. Was gibt es noch anderes zu sagen? Ja, der Besuch hat sich auf jeden Fall gelohnt. Definitiv. Also wir freuen uns auf den 9. November, wenn wir wieder hier sind. Und dann werden wir wirklich mal entspannt den Tag genießen mit der wunderschönen Atmosphäre der Horrorwood Studios. Wir sind vertreten auf Facebook, Instagram und YouTube, TikTok, Spotify. Ne? Also dementsprechend nicht verpassen unsere neuesten Blogs. Zur Halloween-Zeit könnte das ein wenig, ja, wenig werden. Was? Was? Das Schöne ist, was der Björn noch nicht weiß. Nein. Ich habe jetzt einen Audiorekorder dabei, der in High Quality aufnimmt. Das heißt, wir werden in Zukunft im Endeffekt, ja, Podcasts direkt aus den Parks machen. Ach nö. Das heißt, in der Hinsicht, seid gespannt. Vielleicht gibt es dann noch einen etwas längeren, weil der Björn jetzt dabei ist. Aus der Halloween-Zeit. Doch, gibt es. Du hast überhaupt nichts mehr zu sagen. Mitgehangen, mitgefangen. Du kannst mich mal, nee. Da kannst du noch tausendmal sagen. Aus der Nummer kommst du eh nicht mehr raus. Das Thema ist schon alt. Es ist jetzt ein bisschen dunkel, aber ich denke mal, man sieht uns noch ein bisschen. Was? Wir sind jetzt vorne am nicht vorhandenen Brunnen. Seit wann haben die da wieder Geländer? Die haben neue Geländer, mein Lieber. Oh, ich bin gar nicht aufgefallen. Mein Gott. Das nenne ich mal Nebel. Ja, also dementsprechend, die Show ist echt gut. Also ich kann euch die nur ans Herz legen. Hat mit Madhouse nicht viel zu tun. Und jetzt kriegt ihr noch ein paar Impressionsvideos auf unserem Kanal. Also wie gesagt, kommt vorbei, es lohnt sich auf jeden Fall. Es sieht ein bisschen komisch aus, wenn hier kein Wasser drin ist. Aber ich weiß, was sie vorhaben, dementsprechend. Ich verrate noch nichts. Ja, ich würde mal sagen, Horrorwood Studios. In der Hinsicht, check it out. Ihr kriegt jetzt noch ein 360-Grad-Video. Das kann der Björn jetzt machen. Ich mache noch mal das Impressionsvideo. Und dementsprechend sind wir raus. Check it out. Check it out.